iRacing Not Top 10. Gibt es da was Neues? Mai 21. 22, das haben wir noch nicht gesehen. Giorgio just missed his braking. And unfortunately, man, there's not much either of those two could have done in that whole situation. No, there really wasn't. It was just incidental contact. Giorgio missing that braking zone, and then they're going for a ride with both of your leading drivers. 5 minutes in from 16th on the grid, and he has had... Oh no! Oh, stell dir vor, du bist auf P1, 2 und 3 und es verbremst sich jemand. Oh. Had no chill. Use the slipstream at every opportunity. They're into each other. And this is a big wreck in the leading pack. Who's involved in that? Everyone is. The question is, who is it? Dobner, Willits, Dennis Hancock have shot through, but that is a massive, massive incident. You saw it live. Nose cone to rear crash structure. Got them loose for the two lanes down low from the very front of the pack. And that is a huge, huge incident at Dobner. Wie ist der da? What the fuck? What? Das ist ja schon Zauberkraft hier. Rear crash structure got them loose for the two lanes down low from the very front of the pack, and that is a huge, huge incident. Wow! Yeah, the drivers in the background just venting a little bit. Ich hätte zu Ende gucken sollen. Oh no! Oh nein! Ich erinnere mich noch gerne an die ein oder andere Aussage von meinem Chat. Hey Dizzy, fahr doch mal IndyCar, guck mal, wie das ist. Der kommt gleich nochmal. Das war zu erwarten! Boah, warum ist das eigentlich so laut? Was? Damn. Können wir das nochmal sehen, Alter? Wie geil war das denn bitte? Der kam ja völlig aus dem Nichts. An diesem Punkt wurde das Wort Yeet entwickelt. Holy moly! As they come up to this last corner, he's got some... Moment, ist es wichtig? Ax, Alter! Speed. He's gonna look low though, and he's gonna get his nose in. Can he get completely past? Nope. Can he make it stick? They're gonna bang doors once again, and the 24's in the wall. They're gonna wreck and across the line. Who even has it? It is the 24. Oh no! Somehow takes the win and the most messy finish I have seen in some time. I will. Okay. Übrigens, das machen wir nicht, okay? Sowas machen wir in NASCAR nicht, obwohl das auch schon mal passiert ist. Okay, I'm gonna say, if anybody's in this race right now listening to me, and you want to try and win this, you all have to work together right now. Just as a one-man wrecking machine. Here they go, three of them trying to go together. I can't make it! Jeff can't make it! He finally spun around! On one car, finally spun. He's still going, though. Oh, oh. Oh, he held it! Spin. Oh, no, he didn't. He didn't hold it. Mike Gunn now passed by nope. The leader. Oh. There goes his engine. You'll get disqualified for meatball fly. Was ist da los? Cameron is exactly his revenge. Because he's exactly. Das muss ein Spaßrennen sein. Bagger, da würde ich aber das Force Feedback aber richtig, richtig runterdrehen. Who auf nichts. Nimm mich mit!
nehme ich mit. Nope. Do you see this right now? Do you see this right now? Do you see this? We can do this together, my friend. Oh, lol, wie geil. IndyCar's way back there. They don't seem to be a factor. Oh, he's coming down to it, but no, Dickinson's going to run the bottom. Is it going to be Dickinson? Is it going to be Conrad? Oh, no! Whoa! No, is it wow! No. Oh, gosh. Is it going to be Lewis? No! Können wir das bitte nochmal sehen? Oh Gott, wir brauchen auch solche Spaßrennen, Chat. Wir brauchen solche Spaßrennen. Unbedingt. Das ist richtig schnell hier gerade. Das hier ist richtig insane. Bump draften in der Kurve, das ist richtig krass. Lol. Die müssen übelst schnell gewesen sein. Is it gonna be Conrad? Oh no! Oh, who is it? I don't know! Oh gosh! Is it gonna be Lewis? No! Is it gonna be Steve Lewis wins! Wie geil! Die Kommentatoren dazu auch! Die Kommentatoren dazu! Bagger komplett deinstalliert, Junge. Das ist aber komplett deinstalliert, Alter. Da kann der auch nichts machen, da ist der halt wirklich nur Beifahrer. Also der steht voll auf der Bremse. Ja, und du? Alle tot? Oh, oh, no. No, no, no. Bagger iRacing, not top 10, ist einfach so geil, Alter. Können wir das nochmal aus der Port? Ey, Maga, der Bremsen ist, ey, wirklich, Bremsen ist optional. Können wir das nochmal aus der Sicht des Porsches haben, bitte? Komplett kaputt. Okay, er hat alles gegeben, wurde angeschubst. Bitte zeig uns den Porsche, bitte. Bitte. Bitte der Porsche. Nope. Was kommt jetzt? No! Oh, ist das bitter, Alter. Ein Meter vor Startziel. Und rückwärts. Was macht? Oh nein! Stell dir mal vor, der Rest des Feldes wäre super nah dran, ne? Und würde einfach an der Seite vorbeifahren. Oh mein Gott. Oh no. Gibt's nochmal den anderen? Dazu? Nee. Doch. Ah. Was? Was? Stell dir mal vor, du fährst einfach so dein Rennen auf ganz entspannt und dann hast du einfach
einfach ein Auto, was über die Strecke fliegt. Oh nein, ey. Oh, ey, iRacing Top 10 ist einfach so geil, ne? Ich liebe das. Das ist halt wirklich die Creme de la Creme.